Hi, ich bin Mathis und wir sind hier gerade auf der Freizeit der evangelischen Kirchengemeinde Klarfeld auf Bornholm. Und jetzt zeige ich euch mal, wie unser Gelände aussieht und was wir hier so machen. Hier stehen wir direkt vor dem Hauptgebäude. Hier essen wir unter anderem. Und außerdem ist hier unser Treffpunkt für alle möglichen Aktivitäten. Das heißt, wenn wir zum Strand gehen oder irgendwelche Gruppenaktivitäten machen, treffen wir uns immer hier. Wir haben eine Glocke, dort wird geläutet und dann kommen alle zusammen, sodass wir schön zusammen was unternehmen können. Hier haben wir jetzt eine große freie Fläche. Hier stehen Fußballtore oder ein Volleyballnetz. Also wir können hier Sport machen, wir können Fußball spielen, Volleyball spielen, wir können Ringtennis spielen, wir können alle möglichen Sportarten spielen. Aber wir können uns auch einfach nachmittags in unserer Freizeit auf eine Decke setzen und hier das schöne Wetter genießen. Hier auf dieser Wiese haben wir fast jeden Morgen Frühsport gemacht. Wir haben verschiedene Workouts gemacht, wir haben Yoga-Übungen gemacht oder, wenn wir mal nicht hier waren, sind wir frühmorgens zum Strand gegangen und ins Meer gesprungen. Einfach mal schön morgens ins kalte Meer. Eine weitere Besonderheit, die wir auf dieser Freizeit haben, ist, dass wir ein etwas spezielles Zimmersystem haben. Wir haben nicht, wie häufig, viele Zimmer in einem großen Haus, sondern wir haben einzelne Hütten. Das sind meistens zwei Viererzimmer, außer eine Hütte. Da haben wir dann ein Achterzimmer. Und jetzt könnt ihr mal eine Hütte exemplarisch sehen. Stehen wir hier vor unserer Feuerstelle. Hier sitzen wir ab und zu abends und genießen das warme Feuer. Und nun nehme ich euch mit ins Hauptgebäude. Im Hauptgebäude sieht man direkt an der Wand die Briefe. Hier können alle, jeder Person, einen Brief schreiben. Man kann Komplimente geben, man kann auch sagen, was einem nicht so an der Person gefällt. Ja, man kann einfach alles loswerden. Hier haben wir jetzt unsere Sofaecke. Hier kann man sich hinsetzen, man kann Spiele spielen. Hier sitzen wir abends manchmal und spielen Gesellschaftsspiele. Oder man kann auch einfach in der Freizeit hier seine Zeit verbringen. Ein großer Punkt hier im Hauptgebäude ist natürlich der Essenssaal. Hier sitzen wir morgens, mittags und abends. Und ja, essen. Direkt an den Speisesaal angrenzend haben wir unsere Küche. Hier bereitet unser tolles Küchenteam täglich das beste Essen für uns zu. Wir haben verschiedene Dienste, zum Beispiel den Küchenhelferdienst. Der hilft dem Küchenteam jeden Tag Essen zu schnibbeln. Außerdem haben wir einen Spüldienst und noch viele weitere Dienste. Aus der Küche draußen geht es hier zum kürzesten Weg im Strand.
waren oft am Strand. Wir haben uns gesonnt, sind natürlich ins Wasser gegangen, wir haben Beachvolleyball gespielt und abends sind wir oft einfach am Strand entlang gegangen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. An einem Nachmittag haben wir einen Sandburg-Wettbewerb veranstaltet. Auf unserer Freizeit ging es thematisch um die 12 Jünger. Und dazu wird Chiara, unsere Jugendreferentin, euch noch etwas erzählen. Ja, die 12 Jünger. Was waren das eigentlich für Menschen, die da mit Jesus so einen Großteil ihres Lebens unterwegs waren? Da war zum einen Simon Petrus, der war der Praktiker der Jünger. Er ist vorangegangen und er hat einfach weitergemacht, auch wenn er irgendwie mal gescheitert ist. Und was ich so stark finde, ist, dass wir bei Jesus sehen, dass er immer wieder auf Petrus eingeht in den Situationen, wo er ist. Also zum Beispiel, als Petrus im See untergeht, da ist Jesus da und greift seine Hand. Oder auch, als Petrus Jesus verleugnet hat, da macht Jesus ihm keine Vorwürfe, sondern er geht auf ihn ein. Er fragt ihn, hey, hast du mich lieb? Er ist einfach da und begegnet Petrus an der Stelle, wo er gerade steht. Dann gibt es einen anderen Jünger, das ist Thomas. Thomas ist eigentlich der Zweifler unter den Jüngern. Der Pessimist, der immer direkt das Schlechte sieht, was vielleicht nicht läuft. Und der auch am Ende, als Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, nicht glauben kann den anderen Jüngern, dass Jesus wirklich auferstanden ist und dass sie ihn gesehen haben. Und auch auf ihn geht Jesus zu und begegnet ihm in seinen Zweifeln. Er nimmt ihn ernst und ist einfach da und spricht mit ihm. Jesus lädt ihn ein, zu ihm zu kommen. Und dann haben wir da Matthäus. Matthäus war ein Mann, der echt am Rande der Gesellschaft gestanden hat, der ein Ausgeschlossener war, der ignoriert wurde und dem es vielleicht finanziell gut ging, aber definitiv nicht im sozialen Leben. Und Jesus hat Matthäus eingeladen, ihm nachzufolgen. Und das Coole ist, dass Matthäus darauf antwortet und Jesus in sein Haus einlädt. Er lädt Jesus ein und sagt, hey, sei mein Gast. Er möchte, dass Jesus Teil von seinem Leben ist und nicht nur von einem Stückchen, sondern komplett. Und wie sieht das bei dir aus? Also wenn Jesus heute bei dir in deinem Zimmer auftaucht, würdest du ihm alles zeigen? Worüber würdest du mit ihm reden? Und was würdest du vielleicht ja auch lieber für dich behalten? Und dann haben wir noch Johannes, ein Jünger, der ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken hat, der aber auch sehr leidenschaftlich unterwegs ist. Und bei Johannes gibt es diese bekannte Geschichte, wo sich die Jünger fragen, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Wen möchte Jesus direkt neben sich haben? Und das Coole ist, dass Jesus da keinen Unterschied macht, sondern dass Jesus wirklich jeden liebt und nicht sagt, du bist größer als der andere, weil du das kannst, sondern hey, ich hab dich lieb und es gibt nicht den Größten. Und dann haben wir noch Nathanael zum Beispiel. Nathanael ist echt ein korrekter Typ, vielleicht so der Beamte unter den Jüngern, weil er sehr rational ist, aber auch ein ehrlicher Kerl. Und er wird auch von Jesus eingeladen. Er wird eingeladen und Jesus sagt zu ihm, hey, komm und sieh einfach, wer ich bin. Also lern mich kennen, mach dir ein eigenes Bild von mir. Und das Coole ist, dass so unterschiedlich wie die Jünger auch sind, Jesus jeden Einzelnen von ihnen kennt, jedem Einzelnen dort begegnet, wo er gerade steht und es für ihn einfach keinen Unterschied macht, ob der eine mehr zweifelt, der andere ja, einfach mehr über Sachen nachdenkt oder eher der Praktische ist, das ist Jesus egal. Er hat jeden einzelnen Jünger gerne um sich rum und gerne da. Und wenn das schon bei den Jüngern so war, warum denn dann auch nicht heute bei uns? Also, Jesus hat seine Jünger gerne um sich rum gehabt und er hat auch dich gerne um sich rum. Er interessiert sich für die Situation, in der du gerade steckst und möchte dir genau dort begegnen. Ob das im Zweifel ist oder ob es in guten Zeiten ist, Jesus ist einfach da und er macht keine Unterschiede. Und das durften wir auf der Freizeit erleben und sehen. Und das kannst auch du erleben. Ja, wenn auch du jetzt Bock bekommen hast, mal auf so einer Freizeit mitzufahren, wir machen nächstes Jahr wieder eine. Dieses Mal geht's an die Ostsee in die Nähe vom Hansapark, den wir mit Sicherheit auch mal besuchen werden. Und wir wollen vom 11.07. bis 24.07. fahren. Die Anmeldungen werden dann auf der Homepage bekannt gegeben. Das kann noch ein bisschen dauern.
aber auf der Homepage findet ihr alle weiteren Informationen. Also wenn du Bock hast, dann notier dir das Datum schon mal und sei dabei.